Der Strudel Nee, ist da ja weg. sehe ich auch nichts. Ja, der rechts unten war es weg. Oh, der Schwarm scheint dort zu sein. Doch, jetzt, 10, 10, jetzt. Ja, ich bin nämlich direkt unter der Kröte mit dem Schwarm an mir dran. Ja, ja 3%, oh, jetzt geht's auch 3, 8, 4, 4, ja, super. 5, 6. Beschützt mich! Geht's weiter voran? Hallöchen. Da sind wir wieder zurück bei Ark Genesis unter Wasser. Aua. Wir wollen Riesenschildkröte zähmen. Also der beißt mir in den Arsch, der blöde Schwarm. So aber gut. Bewegt sich nicht. Musst Kocken. Du dich bewegen? Ja. Rudel voraus. Bei der Schildkröte, die hat aber auch einen Hai am Arsch. Ja, das stimmt. Den Hai kümmere ich mich gerade, wenn es geht. Und die anderen beiden haben jeweils so ein Schwärmchen im Schlepptau, habe ich gehört. Ja, ja, ich glaube. Ich weiß nicht, ob der mir folgt. Ist der so langsam? Bei Weide folgt den auf jeden Fall, das sehe ich. Ja, mir glaube ich auch, aber das ist ja ultra langsam. Jetzt ist hier so ein blöder Strudel aufgeploppt. Kommt ein Strudel, kommen immer ganz viele. Gehen die, der Hai ist weg. Gehen die automatisch auf die Schildkröte? Ja, oh, die machen. Der Schwarm macht aber bei dir Schaden, ne? Nicht beim Tier. Oh. Der Theorie nach musst du es einfach nur in die Nähe bringen. Alter, hier sind ganz viele Schwärme. Hier ist ein Riesenschwarm. So ein mega ultra fieser Riesenschwarm. Alpha-Schwarm? Ich glaube auch. Immer ein Alpha-Schwarm hierher. Yeah. Erstmal bringt der Weide jetzt was hoch. Na, gucken wir mal. Ich bin schon fast da. Schildkröte. Fast da. Alles ja. Wegbeißen, was hier nicht mehr drei auf den Bäumen ist. Ich bin fast da. Schildi, du schwimmst in die falsche Richtung. Ja, da ist auch ein. Der Schwarm. Ja, der Schwarm kommt jetzt. Bring den mal auf die. Seht ihr den Pulki hinter mir? Das ja. Sind bestimmt drei. Weißt du, musst du vor dem Maul schwimmen oder geht der jetzt automatisch hin? Keine Ahnung. Das ist ja interessant. Da kann immer einer sein. Super Spyglass anschneiden. Ich hab's im Sucher. Ist eigentlich ordentlich. Müsste der sich jetzt an die Megalochelon hängen und anfangen sie zu putzen und dann müsste. Ja, also sie ist dran. Er ist auch immer dran, der Schwarm. Nee, der geht nee, jetzt weg, dreht er wieder ab. Der kommt wieder auf dich. Wahrscheinlich, weil ich hier gerade mit dem Riesenschwarm ankomme, haben die Angst. Tatsache, ein Schwarm nach dem anderen hier. Hm, ja. Weil die verarscht mich hier, die Kröte. Nicht. Ja, immer schön an der Kröte dranbleiben. Bleibe dran, so gut's jetzt. Ja, ich glaube. Ja, ich glaube. Jetzt gehen sie auf die Kröte? Ja. 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 Oder? Nee. So, wir wollen an der Kröte dran. Nee. Aua, jetzt sind sie wieder bei mir. Aber die Gesundheit ist ein bisschen. Aber das ist doch ein mal. Die Gesundheit ist gestiegen auf 7000. Nee, die war ja vorher schon auf 7. Doch, jetzt sind sie aber dran an der Kröte da. Ja. Ich muss mal Luft auf. Luft holen. Bahama Mama hat irgendwie einen Schwarm. Nee, war der hat einen Schwarm angeschmeckt. Fast tot. Ja, weg. Jetzt weg. Lass mal die Schwärme schwärmen da. Machen die irgendwas? Jetzt, wir sind sie beide weg. Der eine ist immer noch mit der Weide her. Ja. Schwimmen mal bitte ein bisschen weg. Also, ich sehe da nichts von 10. Ah, Ich sehe auch nichts von einer Leiste oder von irgendwas dergleichen. Ja. Ach, nur noch der eine, zwei Schwärme, ja. Okay, ich glaube, ich habe sie rangezogen und schwimme jetzt Vollgas weg. Auf jeden Fall, sie schwärmen noch hinterher, das sehe ich. Die sind noch hinter der Schildkröte her. Muss halt irgendwie die Aggro verlieren, dass sie an der Kröte bleiben, ne? Aber. Ist irgendeiner auf mich Aggro? Bleibt jetzt aber weg da, ne? Von der Eulenkröte. Die schwimmt hier hinter irgendeinem her. Sind die überhaupt noch dran? Ich sehe die gar nicht mehr. Ja, ja, die sind da oben noch. Die verfolgt mich. Da ist der Schwarm. Die Schildkröte schwingt
quasi direkt durch den Schwarm durch, aber es bringt nichts. Nee, irgendwie nicht. Hält's an. Der Schwarm bleibt auf der Stelle. Ja, der Schwarm bleibt jetzt auf der Stelle stehen. Ein paar Raketenschwarm. Jetzt geht da nochmal drauf, oder? Weiß es nicht. Bewegt es sich auf jeden Fall wieder. Sieht so aus. Ja. Wenn der dranhängen würde. Alter, ich... Jetzt hab ich einen Schwarm an mir dran. Jetzt ist er abgedreht, der Schwarm. Okay. Oder ist er hängen geblieben an der Stelle? Ist das noch ein bisschen buggy oder was? Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt auch einen Schwarm an mir dran. Ich werde mich jetzt auch mal in die Niederschildkröte begeben. Ja, die Kröte ist natürlich 10-mal schneller wie der olle Schwarm. Ne? Irgendwie ist es ein bisschen komisch. Nee, und ich weiß nicht, wo man es irgendwie sieht, was man halt machen kann. Ne? Also wo man sieht, dass es einen Fortschritt gibt. Ja, ja. Also durch Super Spyglass nicht. Und ich möchte da jetzt auch nicht so nah an die Kröte ranschwimmen, zu Fuß. Um zu gucken, ne? Ja. Tja, so, ich bin mir nicht sicher, ob das noch so funktioniert. Ich weiß es auch nicht. Juri noch, ja, aber... Da hinten ist ein Elektro-Fritze. Rechts neben dir, Fionia. Ja... Sie sagen auch nicht, du wirst verfolgt von einem Schwarm. Nee, das hatte ich jetzt allerdings auch nicht. Jetzt musst du erst von diesem Schwarm wirklich... Oder du musst, wie beim anderen Schwarm, halt vom Berry runter, ne? Dass das da steht. Meinst du? Gleich mal. Ich bin ein Fahrer. Ich fahre auf der Schildkröte mit. Hier, du wirst von einem... Ach so. Passt auf meinen Dings auf. Mein Barry? Ich muss meinen eigenen erstmal wieder einsammeln hier. Jetzt noch einer sagt, wo die Schildkröte ist. Ich surfe auf der Kröte. Über dir ist die Schildkröte. Ah ja, okay. Okay, dann geht das nur zu Fuß, okay. Ich hab den Schwarm noch. Schlepptau. Nee, jetzt nicht mehr. Nee, der hängt noch auf der Stelle gerade. Das wird gerade einfach geblitzdingst oben. Ja, ich. Ich seh ihn auch nicht mehr. Barry ist auch weg. Ah, hier. Ist mein Barry. Da, jetzt werde ich wieder. Den Mikrobenschwarm angegriffen. Ich sehe ihn noch nicht. Wo ist denn der Mikrobenschwarm? Hinter dir. Oh, okay. Okay, dann haben wir es wohl falsch gemacht. Wo ist die Schildkröte da? Na ja, abwarten. Da ist ein Strudel. Mhm. Ja, ich weiß. So. Oh, ich muss auftauchen. Das ist schlecht. Oh, nicht, dass ich hier saufe. Ach ja. Das war knapp. So, und noch werde ich auch von den Mikroben schrauben. Jetzt sind die Mikroben auch an der Schildkröte dran, kann das sein? Nee, sind wieder. Nee, die sind noch hinter dir gewesen quasi. Jetzt sind sie bei mir? Oder hast du die Anzeige auch? Ich werde auch von einem Mikrobenschwarm angegriffen. Ah ja, okay. Da schwimmt ja beide auf die Schildkröte zu. Ja. Nun den Mikrobenschwarm jetzt nicht mehr. Bei mir steht's auch nicht mehr. Nee, jetzt mal mir auch nicht mehr. Unter der Kröte, aber jetzt geht er wieder auf die Schildkröte. Oh, jetzt aber auch schon wieder nicht mehr. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Doch, die sind aber dran an der. Eine Anzeige sehe ich jetzt auf jeden Fall nicht. Also nee. Im Spyglass. In der Strudel ist er weg. Sehe ich auch nichts. Ja, der rechts unten war es weg. Der Schwarm scheint dran zu sein. Doch, jetzt 10, jetzt. Ja, ich bin nämlich direkt unter der Kröte mit dem Schwarm an mir dran. Ja, ja 3%, jetzt geht's auf 3, 8, 4, 4. Ja, super. 5, 6. Beschützt mich! Geht's weiter voran? Ja. 10%. Oh. Warte mal, ich muss mal meinen Barry holen. Reich deine Luft so lange, sonst ich hab ein bisschen länger Luft. Ich bin gerade frisch, nur mein Barry wäre schön, wenn ihn irgendwer nicht sterben lässt, vielleicht. Ja, warte. Wo holst du denn? 25%. Ja, warte, ich hatte ihn dir doch eben den... Auch die Sabertooth müssen weg, ne? Wisst ihr das eigentlich? Ja. Jetzt bist du wieder auch nicht so... Davor ist er. Nimm dir mal einen Schlepptau, ne? Ja. Hier vorne sehe ich Haie vor der Schildkröte. Aber noch ein bisschen weiter weg. Geht noch. Sieht's aus mit dem... Ach so. Jetzt haben wir 40%. Cool. Geht weiter. Schildkröte versorgt mich mit Luft. Ja, genau.
So, Zuckel und ich kümmern uns hier vorne um die Haie. Oh, was macht sie denn? Die quetscht mich ein. 50% halt durch. Oh, wir wurden geblitzt, Dings. Komm mal. Ah, Zuckel haut mit zu. 55%. Hier ist ein Sabertooth. Der frisst den Schwarm. Dann versuche ich mal zu dir zu kommen. Scheiße. Wie kriege ich den jetzt irgendwie weg? Wahrscheinlich nicht. Weit weiterhin. Was ist er denn? Ja, na, direkt über dir. Hier, direkt an der Schildkröte natürlich. Lass nur die Kröte nicht beißen. Aber ich fürchte, das wird natürlich nichts werden. Lustig. Ja. 67%. Ach, da ist er. Okay. Oh, Zwuckel und ich haben hier Helden auf die Haie weggebissen. Sehr gut. 70%. Hm. Weißt du nicht, wo ich gerade hinschwimme? Mein Barry bewegt sich durch die Gegend sinnlos, aber ich behalte einfach mal es im Auge, um Bescheid zu geben, wenn nichts mehr passiert. Aber du bist es tot. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier ist ein Hai, hier ist ein Hai, hier ist ein Hai, hier ist ein. Oder? Ja, hier ist ein Hai. So sei. Zwei Haie. Das ist schön, bitte. Das sind zwei Haie. Das könnte. Jetzt geht das Taming geht weg. Ja, klar geht's weg. Weil keiner hier ist, der die Haie wegbeißen kann. 80%, das steigt weiter. Gut. Sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich die ganze Zeit hier drunter schwimmen muss. Mach's einfach. Das ja. Greif den Hai an, mach ihn tot. Oh, oh, Haie sind weg. Was ist denn jetzt hier? Ich sehe nichts, es ist dunkel. Bin unter einer Schildkröte, die macht einen riesen Alarm. Alles steigt gerade aus dem Wasser. Krabbelt an Land, das ist natürlich 90%. Vielleicht nicht so gut. Nee, dreh um bitte. Zehn weiter, 10 geht 92. Weiter. 92, wehe, die geht jetzt. Ach, dann rast ich auch aus. 94. Ja, bei 99%, 99,9, zack, Feierabend. Ja. 95? Nein! Schieb sie wieder rein. Und das kleine Stück. 96. 96, komm schon. Jetzt erstick ich. Jetzt muss ich mal schnell auftauchen. Geh auf die Schildkröte. Die geht's jetzt auch langsamer, ne? Jetzt geht's langsamer, ja. Dreh um! Die kann da nicht rausgehen, da ist eine Felswand, sehe ich gerade. Ja. Höher kann sie nicht gehen. 97,3, aber es hat aufgehört. 97,3 hat es aufgehört, jetzt bräuchte man einen neuen Schwarm wahrscheinlich. Nee. Doch. Warum? Weiß ich nicht, vielleicht, normal brauchst du auch mehrere. Weil hier wieder Sabertooth ist. Kinder. Ach so. Keine Ahnung. Ja, Leute, ich kann. Fische weggeknabbert. Ich hab noch einen im Visier, einen Schwarm. Na, hol ihn. Ja, passt mal auf mein Dings auf, weil er hat kein Chip hier. Ich, wo ist er unter denn? Mir, ne? Ja, unter dir. Ja, okay, nehme ich den auch in Schlepp, habe ich halt dann im Schlepp auch. Schnell! Dann ist gut. Wer liegt denn wieder auf dem Bauch bei der Schildkröte? Mal wieder. Mal wieder. Ich hoffe, ich krieg den. Hier sind zwei Stück. Ich hoffe, der verfolgt mich gleich, dass ich auch rechtzeitig hinkomme, dass mich nichts angreift. Wäre gut, wenn einer meiner Nähe bleibt bei mir. Ja, warte, ich komme gleich mit. Sie hat gekackt! Baba. Ein Riesenhucken! Sammel ein! Der Gourmet freut sich. Bist du denn überhaupt, Schmidi? Ich hab rechts von dir. Links von dir, Entschuldigung. Ja, genau, das ist die richtige Richtung. Unter noch. Nee, es fällt. Scheiße. Wie viel haben wir? 94, 93, 92. Ist schnell, der Schwarm. Kommt nicht. Ach, scheiße, ja, ich merk's gerade. Wo ist denn der Schwarm jetzt? Ja gut, dann kann ich ja. Da kann ich ja hier. Keine Ahnung, da unten, ja, hier links von mir. Ja, vor mir ist einer. Der Schwarm. Ja, ja, das ist der. Es sind sogar zwei, da drunter dürfte auch einer sein. Die Schildkröte ist an Land. Warum? Blöde Ding. Was ist tot? Wer hat das denn geschafft? Wo ist denn der Schwarm? Ist er noch hinter mir? Die sind hier unten auch. Ach, tatsächlich. Warum schwimmen die da nicht hinterher? Weiß es nicht. Hol die Schildkröte wieder an Land, aus dem Wasser. Ins Wasser. Jetzt werde ich wieder verfolgt. Ja, sie bewegen sich. Was nicht so in meine Nähe, nicht dass sie gleich auf Jago gehen.
Nicht schon geradeaus. Ja, jetzt kommen sie zu mir. Echt? Ja. Dann versuch du sie mal ranzuziehen, weil ich habe auch keine Ausdauer mehr. Ich, Da seid ihr. Die Ausdauer viel schneller weg. Ich habe erstmal einen Begeisterungsschiss hier an den Strand gemacht. Die Schildkröte ist gleich unter. Ist schon bei 40%, wir können es abbrechen. Ja, ich kann es nicht ändern, der Schwarm will nicht so richtig. Und wenn die aus dem Wasser raus, das hilft uns jetzt ja eh nicht, auch wenn wir jetzt 7 Schwärme um uns herum hätten. Nee, aber. Wenn dieser scheiß Sabertooth nicht gewesen wäre, hätten wir es hingekriegt. Bei 97,3%. Salomon, ja. So, ja, ich komme jetzt an mit dem Schwarm. Bringt doch nichts, ne? Nö. Was ist denn mit dieser scheiß Schildkröte? Warum rennt die denn jetzt da auf diesem Scheiß gegen die Wand und rennt immer weiter geradeaus? Da kann da auch was nicht richtig sein. Ja, keine Ahnung. Ist ein bisschen irre gemacht, dass der Floki die ganze Zeit um sich rumschlawenzelt. Hättest du wahrscheinlich gar nicht gebraucht. Weiß es doch nicht. Aber das ist jetzt schon ein bisschen ärgerlich, ja. Sehr ärgerlich. Kann ich denn... Was sind wir denn überhaupt? Haben wir noch einen Plan B? Schildkröte? Wenn ich so viel schießen würde, kommt sie dann ins Wasser. Aber dann weiß ich nicht, ob du kannst sie aggro machen auf dich, ja. Dann glaube ich, dass man sie aggro machen kann. Ich würde, hätte gerne mal... Erstmal, die Zähmung ist ja sowieso alle weg. Zähmung ist im Arsch. Ich hätte nur gerne mal meinen Dings hier wieder. Ja. Wo seid ihr denn alle? Sehen wir uns Midi. Gondel hier oben und unter Wasser. Ich hab ja gerade eine verpasst, das seh ich nicht. Ja. Tauch jetzt mal auf. Sowieso nicht schaden. Jault rum, aber hat einen Kopf im Wand stecken, ey. Das ist doch Mist, ey. Ja, das geht mir richtig auf die Eier. Ah, oben ist sie. Nein, sehr gut, ich teleporte mir den Zwuckel her. Ja, gut, der war noch auf Dings. Ey! Ja. Was kann ich denn dafür? Ich weiß es nicht. Klärt, warum deine Schildkröte nicht gehorcht. Echt mal, warum ist die alte rausgegangen? Na klar, jetzt macht sie es aggressiv. Her. Also den Schwarm hätte ich hier an mir dran. Okay. Schildkröte ist jetzt Schildkröte dran. Ist an mir dran. Ja, wenn du schnell genug wegschwimmst. Ich schwimme mal weg, ja, ich denke. Verliert sie doch bestimmt die Aggro, hat sie doch schon wieder, oder? Allerdings ist sie jetzt angeknabbert, ich weiß nicht, ob das, aber eigentlich... Nö, bin ich bei 7,7, also von 10. Aggro hab ich jetzt nicht mehr. Hab ich den Schwarm noch? Nö. Der Schwamm den jetzt wieder hin. Ja. Muss mal kurz hier die Elektro-Dinger hier mal weg elektrizifizieren. Habe ich jetzt eigentlich noch irgendein Viech im Schlepptau? Oder warum geht denn die Schildkröte, hat die mich jetzt gerade angegriffen? Oh, ernsthaft? Da ist der Schwarm, ja, ich sehe, sie folgt dir. Sie klettert gleich wieder an Land, nimmt schon wieder Kurs. Ja, ich sehe schon. Ja, wenn wir jetzt wissen, wie es geht. Wir haben ja so viel Zeit verschenkt, dadurch, dass wir ausprobieren mussten, was da halt los war. Das ist richtig, ja gut. Dass jetzt Pepides machen muss quasi. Ja, auch keiner geahnt. Tut's was? Nö, der Schwarm ist noch rechts unten im Wasser einfach so. Ah, warum? Kann ich dir nicht verraten. Du musst den Schwarm fragen. Weißt du nicht, du musst schwimmen unterm Bauch. Ja, hab ich ja schon. Jetzt geht's wieder, jetzt geht's wieder. Ja, tame. Jo. Sieben zeigt. Oh. Nein! Pass auf, dass du nicht gleich wieder rausklettert hier. Ich stell mich jetzt davor. Ich weiß nicht, ob es nicht einfach über dich drüber steigt. Wäre. Die Probleme hat er öfter. Natürlich möglich. Der Schwarm ist dran. Zähmung steigt wieder. Was hast du jetzt gemacht? Bist du dran geblieben? Ja, ne? Ich bin nur unter und unter. Sehen Silbertooth? Bleib da im Wasser, du. Hab ich weggebissen? Leute, so macht man das. Dreht wieder ab zum Glück. Da ist noch einer.
und 20%. Habe ich auch erledigt. Was ist denn? Geht's noch weiter? Ja. Ja, aktuell geht's weiter. Wieder Sabertooth. Sehr gut. So. Sehe ich hier gerade auf der Seite nichts. Die spawnen direkt dahinter, ne? Ja, ja. Ist irgendwie ein bisschen eklig. Kant über dir? Ja. Ja. 50 haben wir gleich. Der Schwarm ist kurz weg. Kann das sein? Der ist dran auf jeden Fall noch. Okay. 50% haben wir jetzt geschafft. 97. Habe ich noch Witze gemacht mit 99,9 und dann waren es mit 97,3 ist ja nicht viel besser. Nee. Warst schon dicht dran mit deinem Tipp, der uns alles kaputt gemacht hat. Ist da ein Sabertooth? Ja. Ja. Könnt ihr so nah ran? Sieht da nichts? Also, dass der Schwarm hier irgendwie auf euch geht? Nee. Es geht im Augenblick. Bleibt schön an der Schildkröte dran. Ja. Ich glaube auch nicht, dass Weide dauerhaft da runter rumpaddeln müsste, rein theoretisch, aber. Es muss ja auch nicht aufs Solo gehen. Ja, das stimmt. Was ist das hier? Gorilla kann wieder. Ich glaube nicht, dass der gefährlich ist. Soll ich mal weggehen? Nee. Dran. Die nehmen wir bei der nächsten, können wir es ausprobieren. Die nehmen wir jetzt erstmal mit. Was ist denn das hier? Oh, weil jeder seine eigene Schildkröte hat. Ist nur auf, dass du die Kröte nicht beißt. Ja, das ist nämlich eine hohe Kunst. Stimmt in der Tat, das ist manchmal gar nicht so einfach. Schon mal ein bisschen vorweg im Kreis, ich weiß ungefähr, wo sie lang schon. Ich versehe. Hier kommt wieder ein. Das ist ein normaler Fisch. Ja, ja. Warum wechsle ich hier nichts? Ich hoffe echt, dass ich diese blöde Schildkröte nicht treffe. Dann wirst du natürlich, Ja. Kriegst du eine rote Karte für 3 Wochen. Gut. Kommst auf eine Ben-List. Du kannst dann aber wiederkommen, wenn du 7 Schildkröten mitbringst. 97, 98, 99! 90. Jawoll! Jawoll! Oh. Muss ich schon wieder Blut, Schweiß und Tränen investieren mit euch? Kann man einen Sattel eigentlich schon bauen? Ja, ich glaube schon. Was mache ich denn mit der Passiv? Erstmal anhalten. Erstmal anhalten. Ja, jetzt bei dem müssen wir natürlich auch was. Passt der unten bei uns in die Dings? Die Höhle? Nee. Aber die können wir ja an der Base aus dem Wasser holen. Ich wollte gerade sagen, ja, die könnten wir sogar an Land holen. An Land holen. Ja, dann setzt du mal auf Folgen. Oder porte dich doch mit hier irgendwo bei uns. Base ist schlecht, weil das so hinter dem Haus steht, der Teleporter. Ja. Ne? Porte mal ins Schneegebiet mit dir. Aber warte mal, ich kann. Ins Schneegebiet. Ich kann. ich beam mich kurz hin und dann kannst du zu mir kommen. Dann warte ich vorne im Wasser. Das ist vielleicht keine schlechte Idee. Ja, das könnte eine gute Idee sein. Gewicht 4000, das geht ja schon mal. Ja, die kann gut. Oh nein. Was, oh nein? Gesundheit 16.000. Bin zur falschen Base, aber klein. den Megachilon-Plattformsattel könnte ich jetzt schon lernen. Das ist so wohl. 22 Bruchstücke einer Schale, Fasern, Leder, metallbaren Siliziumperlen, Zement. Jo, haben wir alles. Gibt's nicht auch einen normalen Sattel oder gibt's nur den Plattformsattel? Ich seh nur den Plattformsattel. Megalodon, Megalosaurus, Megatherium, nö, das ist der einzige. So, dann kannst du gerne kommen. Kümmere ich mich mal um den Sattel. Ich geh mal weg. Auch weg. Nicht das. Na, okay, ich mach das mal ohne meinen Barry. Soll ich den mitnehmen? Den hole ich mir gleich nach. Achso, gut. So, Smitty. Jetzt ist der Barry gerade durchgeschwommen. Der folgt mir jetzt. Der ist genau durchgeschwommen. Genau durchgeschwommen durch den Teleport gerade. Ist da irgendwas angekommen? Ja. Nee. Schwimmt ja noch, komisch. Was? Bei mir nicht. Bei mir ist alles weg. Bei mir, ja, die ist hier. Ah ja, okay. Hier. Ach so. Bei mir schwimmt sie aber auch noch hier. Cool, aber zwei? hier ist eine andere. Ah? Das geht mit der nicht, ne? Wahrscheinlich haben wir sie jetzt geopfert. Nee, ich hab sie hier noch. Ist nicht schlimm, ich hab jetzt den Sattel gebaut. Ich komme jetzt zu dir, Weide. Wo bist du? Ihr seid doch an der Base. Sie folgt Smitty.
Ja, ihr seid doch an der Base schon. Achso, du warst im Wasser. Ja, wo denn sonst? Ja, wo sonst? Du, du wärst an Land. Nein, immer Platz schaffen. Nein, zur falschen Base. Aber sich noch gerade über mich lassen. Oh, ein Glück, gerade von der Plattform runter. Willst du mit? Komm her, ich nehme dich in die richtige Base. Ich bin im Schneegebiet. Wo bist du denn? Ach, da. Ich auch hier. Oh. Alter, ich war eine Sekunde zu spät, glaube ich. Zu langsam, ja. Du warst gerade auf dem Weg. Hier kommst du nicht raus. Ich werde irre mit euch. Der kam im Kopf im Boden schon mal drinne. Moment, jetzt wird erstmal. Ich hatte sie mir größer vorgestellt, muss ich sagen. Ja, wobei, ein kleines Zeugchen kriegst du ist drauf. Ist es nicht auch, oh, da wächst was drauf? Ja. Kann man noch Sachen abernten? Komm an. Aber man muss sie auf Wandern stellen oder was? Ey, diese Scheißviecher hier überall. Was ist denn das für ein Rotz? Barbar. Dann tauch mal unter. Alter, ich komme hier durch die ganzen Baryonik-Schwänze nicht durch. Halt, warte doch mal auf mich. warte mal, der Floki muss zu uns. Alter, ist das ein Öltanker, ey. Ja, was denkst du denn? Da hinten schwabbelt noch ein anderer rum. Kommt man da so drauf? Nee, kann man nur aufsteigen, wenn ihr vom Sattel weggeht. Oh, cool. Linker Sitz 2, mein Alter. Sitz 2. Boah, ich muss mich übergeben gleich. Aber gut, dass hier 1A steht bei der Schieblage. Ich bin jetzt abgestiegen mal, aber man bleibt auch so drauf. Ja, ich bin ja hier. Ich hab vielleicht ein bisschen Schiss, weil da vorne sind zwei Haie und noch mal andere. Oh ja, warte mal. Wasser. Lass uns die Haie gleich anknabbern. Können wir gleich mal testen, wie gut die kämpft. Oh ja, die knabbern schon die anderen an. Ja. Da ist noch. Barry ist doch immer noch. Seid ihr beide auf Barrys? Nee, mir folgt noch einer. Ja, ich wollte gerade sagen. Aber den kann ich ja gleich mal benutzen, um. Nicht mal auf neutral die Bude. Ja, meiner ist das, der dir folgt. Der haut natürlich gleich wieder ab. Ja. Achso, nee, okay. Mein, ich auf passiv. Ich weiß auch nicht, warum der dir folgt. So, die sind weg hier, die Haie. Greifst du mal ab? Ja. Wenn er mal wiederholen kann. Ah. Alter. Machst du denn hier mit der Schildkröte gerade? Weiß nicht, ich wollte ja mal untertauchen mit euch, aber. Geht nicht, oder was? Doch, aber ihr seid ja noch nicht an Bord. Doch, ich bin da. Vielleicht noch ein blinden Passagier, wie taucht man denn unter mit der? Schätze mal, unter Wasser musst du dich wohl eher festhalten auf dem Ding, ne? Das wollte ich ja mal ausprobieren, wie das ist. Ja. Aber er taucht ja nicht unter, er macht hier nur eine komische Bewegung. Ich weiß nicht, wie man mit der untertaucht. X? Na. Ah, mit rechts. Nö. Nee, rechts kriegt der Angriff. Luftblasenart. Ah, wer sitzt denn da wieder am Steuer? Ja, komm her. Deckt immer mal. Sag mir dann mal, wie untertaucht. Bleib doch mal stehen mit dem Vieh. So, dann geh du mal an Steuer. Zuerst? Ganz ruhig. So, jetzt. Drauf? Ich setz mich mal neben beide. Moin. Ich versuche erstmal so stehen zu bleiben. Wow! Guck mal, womit tauchst du unter? Mit C. Man hält sich aber automatisch fest dann. Also mich hat er gleich auf den Sitz hier gesaugt. Ah ja. Okay. Das kannst du echt beschissen steuern. Das kann ich mir vorstellen bei dem Okolyten. Greift uns was an? Noch nicht. Kann aber nicht lang dauern. Ich verhungere. Gibt's denn hier nichts zu essen auf dem Kreuzfahrtschiff? Nein. Kannst du aber essen? Ja, tatsächlich. Aber stehen bleiben bleibst du ja nicht. Warte. Nee. Das ist doch so halt, ne? Besser geht's nicht. Linker Sitz 2, rechter Sitz 2. Jetzt stehen wir. Linker Sitz 3. Ja, ich hätte auch mit auf den einen Sitz. Hallo. Drei Leute drauf sitzen. Hallo. Luft habt ihr noch, ne? Ja, Luft ja. Geht ja nicht alle. Achso. Ja. Erneuert sich ab und zu mal, ja. Dann tauche ich mal auf hier. Hier mit dem U-Boot.
und park uns mal an Land. So, jetzt kann gerne auch noch ein kleines Plätzchen dafür finden. Der Floki gerne mal. Ja, lass mal runter drehen. Da steht, der zeigt uns jetzt mal, wie man das macht. Ist da was angesaugt, ne? Jo. Alter, deine Haare wehen ja richtig geil hier im Wasser. Ja. Wenn wir, meine auch. Wenn du hast noch deinen Helm auf, kann ich nicht sagen. Oh. Mit Leertaste kommst du wieder hoch, ne? Also, wow. Ja, die sind auch. Was machst du da? Luftblasenatem. So. Wenn wir ein Haus drauf gebaut haben, was dann passiert, wenn wir untertauchen? Das müssen wir nicht mal ausprobieren. Wenn du im Haus bist und dann untertauchst, ob du dann auch angesaugt wirst. Was mit dem Lagerfeuer im Haus passiert? Was mit dem Lagerfeuer im Haus passiert? Genau, das würde ich gerne mal alles, müssen wir mal alles in Ruhe ausprobieren. Ein kleines Hütchen draufzimmern hier. Also wir brauchen eine größere Anlegestelle auf jeden Fall. Ja. Ja, dann müssen wir wohl ein bisschen was bauen, damit wir die außerhalb des Wassers parken können. Oh. Sieh mal zu, dass du hier an Land kommst. Also ich hab's. Folgen hat sie nicht geschafft. Ich weiß nicht, ob sie hier hochkommt. Und ich musste mal rechts weiter hoch. Oh. Warte mal, da steht noch mein Barry im Weg. Nein, der wird flappig gemacht. Nein. So. Oh. Ich auf dem Balkon gelandet. Das Ding hat ja sogar 4 Augen, ey. Du machst das Haus kaputt. Nein. Gott. Du bist doch noch nicht aus dem Wasser raus. Mehr, ich trau mich nicht mehr. Ich glaube, so passt doch nichts, oder? Nee, also, so passiert passt doch nicht. Versuch doch mal. Fährst du, wenn du hier auf die rechte Seite kommst? Ich wollte sagen, probier mal die rechte Seite. So. Pack doch mal kurz auf die rechte Seite. Ja, so geht's auch. Ja, so ist gut. Da steht eine Schildkröte im Vorgarten. Wir haben eine kleine Schildkröte, die größer als das Haus ist. Oh nein, ey. Oh, die Steuerung ist ja, ey. Ich lass los und geh weg. Oh, Alter. So. Ja. Boah, ey, jetzt hältst du genau ihren Arsch hier hoch. Mit dem Pickeln dran, hast du das gesehen? Das ist ja eklig. Seepocken. Ja. Na dann, müssen wir gleich mal ein kleines Häuschen drauf bauen. Upsala, ja. Um das mal auszuprobieren. Vielleicht bräuchte man noch ein bisschen. In der Situation baust aber du das Haus. Ja, ich wollte es gerade sagen. Ist kein Problem, ich baue da ein kleines Häuschen drauf. Ja, bau mal. Mach ich. Gucken wir uns beim nächsten Mal an, ne? So sieht's aus. Oh! Was machst du da beide? Da liegt's auf der Seite. Vor allem in dem Moment, wo wie ein Marienkäfer auf dem Rücken. Schwankt die. Schnell weg hier. Naja. So spielt sie nicht kaputt. Bring ich da drauf in dem Moment. Ja, was ist sie denn überhaupt? Das ist schon eine gute Frage. Ich hab keine Ahnung, die wird schon irgendwie verhungern, das kriegt ihr schon hin. Gut. Wollt ihr die da stehen lassen? Ja. Der wird den Teleporter wegräumen. Sie hat 20 Blumen, 20 seltene Blumen und 20 seltene Pilze im Inventar jetzt. Wenn sie produziert werden, ich nobel. Naja, und vorhin habe ich mich nur gewundert, weil da war ein Amara-Bären. Ja, zwei drin, sind da jetzt drin, ja, zwei Amara. Ich habe mich gewundert, welcher Idiot das da rein. Nee, die produziert tatsächlich Samen und Blumen und so ein Kram. Okay, ich vergebe mal die 5 Level auf Gesundheit und auf Gewicht, ne? Auf jeden Fall Gesundheit. Ja. Da freut sie sich. Ich wollte gerade schon auf Nahrung. Später. Das machen wir später. Weil ist ja auch echt mal ganz schön hässlich, ne? Ja, ein Teleporter sollten wir vielleicht wirklich umräumen. Wenn sie auf die Häuser bauen würden, wäre es auch hässlich. Ja. Ja. Wie ein komischer. Wenn du 6 Beine hättest. Und 4 Augen. Gut, dann machen wir erstmal Schluss, hä? Eine Schildkröte. Wir haben eine riesen Schildkröte. Juhu! Nehmen die Blumen und die Pilze mal raus. Weiß nicht, ob sie da mehr als 20 produziert, sonst. Ja. Gut, dann hoffen wir, es war was Interessantes für euch dabei. Oh. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen da. Boah, da steht schon wieder irgendein Blödsinn an, aber wir machen jetzt erstmal Schluss. Das können wir nicht. Das können wir euch nicht zumuten. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Bis denn. Ciao. Ciao. Tschüss.